Neben den Dauerverletzten Max und Mölder fiel im Rückspiel auch noch Duli aus. Nach 68 Minuten Eckball Thon. Thomas Linke mit dem 1:0. Die Hinspielniederlage damit egalisiert. Thomas Linke und sein zweiter Treffer im laufenden Wettbewerb. Danach lieferte Schalke eine taktische Meisterleistung ab. Mit viel Geduld und Disziplin beherrschte der Gastgeber Valencia über die gesamte reguläre Spielzeit. Und dann folgte blau-weiße Glückseligkeit in der Verlängerung. Diesmal Freistoßton. Marc Wilmots, 107 Minuten waren vorbei. Die Entscheidung gefallen. Der Einzug ins Finale damit perfekt. Und so ging der königsblaue europäische Traum weiter. Der FC Schalke 04 gewann mit 2:0 nach Verlängerung gegen CD Teneriffa. Der Rest war pure Euphorie.